Okay, also 11.6, noch ein Beispiel. Das ist das Beispiel. Jemand bietet Ihnen folgendes Glücksspiel an. Sie werfen einen Reißzwecke, hier ist eine. So. Dann zeigt die Spitze nach oben, so wie jetzt. Dann gewinnt man 1 Euro und wenn sie so rankommt, wie es vorhin war, dann verliert man 1 Euro. Ist das Spiel fair? Na gut, wie kann man das ausrechnen? Machen wir uns erstmal ein Modell. Ja, eine geeignete. Ist unser Omega. Und was soll im Omega drin sein? Ja, einmal Reißzwecke fällt so hin und Reißzwecke fällt so ein. Okay. So, jetzt müssen wir die Auszahlungsfunktion, also wie, wann gewinnt man, wann verliert man, hier betrachten. Die durch die Tabelle. Ja, ich mache hier eine Tabelle. Ja, also wenn sie so hinfällt, dann bekomme ich hier ein plus 1. Und wenn sie so hinfällt, bekomme ich minus 1. Ja, also wie jedes Element von Omega habe ich eine Zahl gesagt. Also wir betrachten die durch diese Tabelle definierte Zufallsvariable. Die soll mal x heißen und sie geht von Omega in die reale Zahl. So, jetzt will ich den Erwartungswert ausrechnen. Ja, oder den Erwartungswert ist gesucht. Problem ist, ich weiß gar nicht, was die Wahrscheinlichkeiten sind. Ich habe das Omega definiert, ich habe das x definiert, aber ich habe noch gar kein p. Ja, ich weiß gar nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit soll ich die malen. Einfach beides gleich wahrscheinlich, dann wäre es fair. Aber was ist, wenn die nicht gleich wahrscheinlich sind? Ja, was machen wir dann? Ja, dann müssen wir das erstmal feststellen. Ja.